Huhu, meine lieben Freunde, ich heiße euch willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe von Homeless Hatte. Ich irre ja immer noch hier in der Höhle jetzt rum und gehe jetzt die Keykarte für uns besorgen. Wir brauchen die Keykarte, wir müssen sie haben, aber ich habe vorher beschlossen, ich habe Kohldampf. Ich werde uns mal schnell mal ein kleines Feuerchen zimmern und uns mal etwas zu essen auf den Grill schmeißen. Dann können wir gleich mal auch nochmal kurz die Kalorien checken, wie es mit den Kalorien aussieht. Denn wir müssen Tatsache Kalorien zählen. Unsere To-Do-Liste streicht sich langsam nach und nach. Ist zwar noch genug zu tun, aber das kriegen wir nach und nach gebacken. So, wir sind immer noch so schwer wie vorher. Alles gut soweit. Wir steigen dann noch in den Werten. Und solange wir immer uns das ein bisschen hier die Waage halten, dann ist das okay. Man darf halt eben sich nicht zu viel reinstopfen, wenn man zu wenig verbraucht. Also ich müsste ein bisschen mehr verbrauchen. Das heißt vielleicht ein bisschen mehr Nahkampf, ein bisschen mehr Rennen. Mal schauen, wie wir das irgendwie gedeichselt kriegen. Auf jeden Fall esse ich jetzt mal zwei Stücken Fleisch noch. Lieber zu viel als zu wenig, habe ich mal gelesen. Und dann werden wir uns aufmachen und zusehen, dass wir hier vom Eingang wegkommen und uns mal vorbegeben Richtung Keykarte. Wenn ich denn hier durchkomme. So, los geht's da. Ab in die Höhlen. Ab in den Untergrund. Die Stöckchen nehmen wir uns alle mit. Hier ist auch noch eine Videokassette. Megans Ankunft. Die können wir uns leider noch nicht anschauen. Hier wäre auch ein Feuerchen gewesen. Na gut. Nicht so schlimm. Kostet nicht viel. Kostet nur zwei Stickies, ein paar Blätter. Findet man ja überall hier. Jetzt schauen wir mal hier in der kalten Höhle, was wir hier finden. Außer unsere Keycard. Hier geht ein Seil runter, das gehen wir doch mal runter. Huschi husch. Schabub. Schabub. Hier liegt auf jeden Fall Medizin rum, die wir nicht brauchen. Hier sind ein paar Snackies, wo wir ein paar brauchen. Und hier haben wir ein Köfferchen. Und in dem Köfferchen ist Kleidung und die wollte ich unbedingt haben. Denn das ist etwas, was man nicht überall findet. Das ist ein Bademantel. Wir sind jetzt Inhaber eines Bademantels. Bademantel und Bademantelhose. Ziehen uns aber erstmal wieder die Lederjacke an. Ja, hier unten ist kalt. Da frieren wir uns nicht die Klöten weg. Jetzt erstmal hier schnell wieder hoch. Raus aus der kalten, feuchten Höhle. Aber raus dürfen wir noch nicht. Wir müssen erst noch die Keycard besorgen. Dann wieder raus zur Sonne. Tageslicht. Erstmal weiter hier in die Eingeweide des Forests vordringen. Oh, nicht erschrecken, meine lieben Freunde. Nicht erschrecken, Gegner kommen jetzt hier nicht. Aber die Fledermaus. Haha, hat mich nicht gescared. So, was haben wir denn hier? Hier geht's runter. Ich höre sie da unten schon lachen. Wir werden mal eine Leuchtfackel runterwerfen. Das Ganze mal angucken. So. Vielleicht noch eine zweite in die Ecke rüber. Ja, das sind drei Leute. Drei Mannequins. Na, kommt mal her, meine Lieben. Bleibt mal einer stehen, damit ich hier mal einen Headshot machen kann. Ah, Headshot ist nicht so leicht in dem Modus, glaube ich. Da hängt auch keine Regung oder treffe ich nicht? Ich müsste mal eine Batterie einlegen. Wir haben ja eine Taschenlampe extra. Ich habe gar keine Batterie mehr. Nein. Nein. Ohne Batterie ist echt doof, ey. Haben wir den einen? Ich glaube, der einen haben wir, ne? Ich gehe jetzt gleich runter und hack die alle mit dem Katana-Blatt. Zeig euch, wo Hackfleisch ist, meine Freunde. Da kommt der Gabo hier. Pass auf. Schabo. Gabo. Der war ja wohl nichts. Sagt, die wollen auch nicht weg von dem blöden Seil. Was soll ich machen? Ich treffe die auch von hier noch nicht. Das könnte was werden. Jawohl. So.
Dreckshund. Noch eine. Zack. Jetzt haben wir eigentlich nur noch einen einzigen. Soll ich es wagen? Soll ich runtergehen? Aber vorher packe ich noch eine Leuchtfackel raus. Die gönne ich mir. So. Dann wollen wir mal schauen. Machen wir ein bisschen hier Gehäcksel. Ein bisschen Hackfleisch. Na, komm mal her, der Metzger ist da, mein Freund. Metzger-Daddy. Wer nicht will, der hat schon, oder wie? Ja. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Ups, ein Zähnchen. Okay. So. Oh, hat der eingesteckt an Pfeile. Wahnsinn, ey. Habe ich ihn doch getroffen. Ich dachte, ich treffe den nicht aus dem Winkel. Der hat auch 4 Stück eingesteckt, Mensch. Das ist eine ganze Menge. So, an sich würde ich jetzt sagen, wir brutzeln uns mal kurz Knochen. So. Ja, da hinten ist nichts mehr groß. Da hinten ist eigentlich nur noch die Wand. Und dahinter müsste das dann schon fast durch sein. Hier alles. Wir können uns die Wand schon mal aufschlagen. So. Und schnell wieder zurück zu den Knochen. So, noch ein paar Stickies gesehen hier. Die musste ich mir natürlich gleich gönnen. Haben wir alle verbastelt. Aber haben schon wieder 10 Stück zusammen. Dann passt es, dann passt es. So, plopp, 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 plopp. Alle Knochen her, bitte. Oh, da bleiben welche übrig. Dann müssen wir schnell mal noch ein bisschen basteln. So. Klappt ja trotzdem alles. So. Düsen wir mal weiter. Wir haben uns das schon aufgemacht. Einfach schnell durchgeschlüpft durch die Lücke. Zack, zack, zack. Kurz den Gang lang. Und dann kommen wir zu einem Seil, wo unten doch schon ein bisschen was los ist. Und ich sehe da unten einen Armsi. Da hinten haben wir kleine Babys. Oh. Das war aber nicht Sinn der Sache. Müssen wir mal nochmal einen hinterher schmeißen. So. Die kleinen Racker. Oh, wir haben den Armsi jetzt aufmerksam gemacht. Der hat das mitgekriegt. So, haben wir den kleinen, einen kleinen Racker auch noch erwischt, der da war. Ich weiß nicht, wie viele jetzt da unten noch sind von den Babys. Aber da sind noch ein paar. Also ich kann noch einen können wir noch hinterher schmeißen gerne. Da habe ich kein Problem mit. So. Aber ich denke, das war es jetzt erstmal soweit mit den Babys. Jetzt werden wir uns ein paar Leuchtfackeln auspacken. Kurz mal ein bisschen ausleuchten da unten die Angelegenheit. So, also hier noch eine hin. So, dann zücken wir uns mal den Bogen. Wir werden mal zusehen, dass wir den Armsi mal den einen oder anderen Pfeil irgendwie in den Kopf braten. Na? Das ist wieder ein doofer Winkel. Jetzt steht er wieder direkt unter mir. Ah, geh ich runter. Da hinten ist noch ein Baby. Da sind noch 2 Babys. So, eins haben wir erwischt. Na, am zweiten vorbei. Ist das überhaupt noch ein lebendes Baby? Vielleicht ist gar nicht mehr, ne? Treffe ich den? Ich weiß es nicht. Und Taschenlampe ist es nicht so leicht zu sagen. Der war auf jeden Fall mein Trepper. Da ist doch kein Baby mehr im Leben, oder? Ich gehe jetzt runter. Komm hier, Action Jackson. Oh, falsche Taste, sorry. Wenn du so dastehst, kriegst du gleich noch einen reingedrückt. So. Und runter. So. Jawohl, mein Freundchen. Hallöle, Popöle. Ich darf nicht vergessen, dass wir im Hardwood spielen. Das heißt, der wird um einiges schwieriger sein wie sonst. Das heißt, der wird mir mehr klauen. Der wird mir aushalten. Aber es soll nicht das Problem sein. Solange die blöden Babys alle tot sind. Aber ich höre noch eins. Ein Baby lebt hier leider noch. Das haben wir übersehen. So, wir müssen mal einmal weg. So. Ah, lass mal den Armsi hier mal ruhig ein bisschen rumbrüllen. Der macht mir so keine Angst, der Mann.
Oh, wir rennen an ihm, stellen mal vorbei. Schießen ihm eine rein, rennen wieder an ihm vorbei. Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel, aber ich kann echt nichts dafür. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Muss ich mir mal kurz vorm Abend meine Pfeile rausziehen. So. Ich sehe auch nur immer seine Umrisse, aber es reicht mir zum Kämpfen. Ein Baby glitscht ja auch noch rum. Aua, aua, aua. Oh, seht ihr, was ich meine, Leute? Seht ihr, was ich meine mit der Hardmode? Ich muss vorsichtig sein. Es gibt keinen Pausenmodus, wenn ich jetzt irgendwie ins Inventar gehen sollte. So. Wir haben ihn, wir haben ihn. Schnell die Pfeile genommen. Nebenbei habe ich einen Camcorder eingesammelt. Wir nehmen jetzt schnell mal eine Medizin. Ui, 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 ui. Der hat richtig, richtig Leben gekostet. Hardmode Survival. Lässt grüßen. So, jetzt loopen wir uns schnell mal die Mutantenhaut. Das ist ein bisschen bessere Rüstung wie Knochenrüstung. Ja, das Baby habe ich nebenbei noch erschossen gehabt. Das habe ich gesehen. Aber war ich mir relativ sicher. Deswegen werden wir jetzt noch einmal hier durchlaufen. Alles noch ein bisschen looten, was hier rumliegt. Wahrscheinlich noch ein paar Pfeile von mir und Stöckis. Pfeile sind echt kostbar jetzt, weil wir haben ja nicht viele mitnehmen können. Das war es aber gewesen, oder? Vielleicht habe ich noch einen Pfeil übersehen. Will wirklich keinen Pfeil liegen lassen. Nee. Okay. Dann sehen wir zu, dass wir hochkommen. Wir haben unsere Keycard, wir haben den Camcorder. Wunderbare Sache. Mit dem Camcorder können wir uns das Videotape noch angucken, das ich gefunden habe. Das kann ich euch noch zeigen. Megans Ankunft, war es beschriftet. Einmal hier den Camcorder mit der Videokassette zusammenfügen und mal drauf schauen. Ja, man sieht einen Hubschrauber. Ein Mädel, was drin sitzt, das guckt raus. Der Sauerstoffmaske auf, das scheint hier nicht gut zu gehen. Sie sieht auch sehr bleich aus. Aber wo landet sie da? Mehr sieht man nicht. Okay, in dem Fall nehmen wir uns unseren Speer wieder. So, und düsen los, dass wir zurückkommen. Wir sind soweit durch mit der Keykarte und gehen jetzt mal Richtung moderner Bogen. Wenn wir den haben, dann sieht alles auch schon viel besser aus. Dann haben wir diese Krumpe vom Bogen, die ich selbst craften musste, nicht mehr. Das ist ja wirklich grausam, scheußlich. Echt beschissenes Aiming. Man lernt auch mit dem zu schießen, wenn man echt lange mit dem spielen muss. Aber ich bin der Meinung, warum nicht gleich schon den modernen Bogen holen, wenn man kann. Wir haben alles zusammen, wir brauchen nichts mehr holen dafür. Wir können da hin, dann machen wir es auch. Ganz einfach. So. Was ich vielleicht noch bräuchte, wäre die Leuchtpistole, fällt mir ein. Das wäre auch nochmal so eine kurze Aktion. Das müssen wir auch machen, denn die ist essentiell für mich beim Endgegner. Deswegen nehme ich euch dahin auch nochmal mit auf den Trip. Die werden wir uns auch noch besorgen. Vielleicht sogar vor dem modernen Bogen noch, weil der moderne Bogen ist ja auch der Weg zu Timmy. Und wir haben ja alles zusammen. Das heißt, wir werden uns zuerst die Leuchtpistole besorgen. Wir werden uns hier mal kurz was zu essen brutzeln. Oh, ich glaube, die Hasen waren verdorben, die ich raufgepackt habe. Dann werde ich die mal lieber nicht essen. Ich speichere uns mal ab erstmal. Dann haben wir das Ganze hier auf der sicheren Seite. Und ja, gucken mal raus, ob noch Tageslicht ist. Oh, wir haben Nacht draußen. Da werde ich mal Folgendes machen. Ich werde mal unser selbstgebauten Speicherpunkt hier benutzen, um zu schlafen. Dann machen wir uns die Tag zum Nacht. Die Nacht zum Tag. So. Einen schönen guten Nacht. Guten Morgen. So, wir essen mal schnell einen Power Snack und trinken einen Schluck aus unser Soda, genau. So. So, meine Lieben, ich würde sagen, ich würde hier erstmal ein Fazit ziehen. Gut gelaufen ist es, die Keycard haben wir erwischt. Wir müssen jetzt die Leuchtpistole organisieren um im Schneegebiet. Ich glaube, das ist ein Weg. Und das schaffen wir auch nächstes Mal. Und danach geht es dann direkt zum modernen Bogen und zu Timmy. Und da kommen wir der Sache doch schon näher, dass wir hier alles so ziemlich einmal in einem Zuge durch, ohne Homebase bauen, geschafft haben. Was ich eigentlich erst nicht dachte. Ja, wobei man noch sehen wird, wie es noch kommt, wenn wir uns erstmal bevorratet haben in unserem Inventar, ob das ausreicht.
Gut, okay, eigentlich normalerweise, wenn man jetzt eine schöne Homebase hat und auch Regale hat und alles ein bisschen einlagern konnte und Vorräte hat, bringt es ja eigentlich auch nichts, weil man hat ja nur ein Inventar, was man vollpackt und dann zum Boss geht. Deswegen habe ich die Hoffnung, wenn wir jetzt einmal vollgepackt sind, schön alles haben, alle Bomben, alle Pfeile, dann wird es vielleicht auch gar nicht so schwer bei Megan, dass wir die kleinen kriegen. Ein bisschen Sorge macht mir natürlich, dass wir bei Megan immer noch die im Hard Mode Survival sind, dass wir halt eben echt viel reinballern müssen an Munition, an Bomben und so. Da gucken wir mal, was daraus wird. Aber erstmal bedanke ich mich bei euch, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Könnt gerne das Video liken, freut mich immer wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüssi!